Dann folgen wir Wolpe doch mal. Wow, das war lauter als ich dachte. Folgen wir Wolpe doch mal. Ich habe jetzt übrigens doch mir ein Pferd besorgt. Aber wenn schon, dann eins mit Style. Das Panzerpferd. Hoffen wir mal, dass Machiavelli keine Scheiße baut. Das wäre echt traurig. Außerdem finde ich es schade, dass Pferde hier nicht wirklich galoppieren können, sondern nur dieses schnellere Traben. Zum Einschlafen. Aber gut, damit müssen wir jetzt leben. Da werde ich den Fluss überqueren. Na, komm, geh runter. Danke. Wo müssen wir hin? Weiter nach oben? Ja. Na. Schade, ich dachte, ich komme da gut rüber, aber dann halt so. Und da sind sie. Er, beziehungsweise. Und was haltet ihr davon? Das sieht nicht gut aus. Mein Sohn Claudio wurde verletzt. Sie werden ihn erschießen. Die erledige das ich. Doch los, nicht. Holt euch die anderen. Oh shit. Sorry, Wolpe. Nein. Okay, das ging echt scheiße. Jetzt. Nochmal richtig. Ich bin jetzt ja auch die Tore. Ich schlage sinnlos in der Luft rum. Okay. Und jetzt du, wenn ich dich mal treffe. Wie lang denn noch? Schnell, such dein Versteck. Ich kann nicht. Die werden mich töten. Passt gut auf. Tut, was ich tue. Hier lang. Gut, ich schätze, wir sollten besser nicht erkannt werden. Zum Glück haben wir die Minimap, ups, die uns anzeigt, wo Leute sind. Da sind Wachen. Diese Borsche haben in dieser Stadt jede nur denkbare Gräueltat begangen und sind noch da. Deshalb schnell in die Menge. Wo lang geht's am besten weiter? Ich würde mal sagen hier. Habt ihr noch Zucchini im Garten? Oh! Oh nee. Kommt hier noch eine Menge lang? Ich kann sie langsam nicht mehr sehen. Sieht nicht so aus. Okay, dann müssen wir da lang. Oh, die blinken sogar. Das heißt, die können nur gut sein. Nicht so gut ist, dass wir sie nicht mehr nehmen können. Da ist die nächste mit Laufgelegenheit. Oder? Wohin? Ich denke noch oft an meinen Lieb. Hätten wir das Bein rechtzeitig amputiert, wäre er jetzt. Hey, ich würde gerne irgendwie. So, da kommen sie wieder. Okay, geschafft. Geht doch zurück und bleibt da nicht stehen. Danke. And no one suspects a thing. Ups, das war mein Kopfhörer, falls ihr da was gehört habt. Okay, ich denke, wir sind sie los. Insofern können wir uns aus der Gruppe lösen und uns ein bisschen beschleunigt bewegen.
So. Mir nach. Claudio! Molte grazie, Messere. Taucht eine Weile unter. Intesi? Die Wachen suchen nach euch. Es hängen schon Steckbriefe. Dann reißt sie ab. Oder steckt den Herolden ein paar Florin zu, damit sie schweigen. Ich könnte auch Zeugen eliminieren. Ihr wisst, wie man untertaucht. Irgendwie sah das gerade merkwürdig aus, wenn ihr das auch gesehen habt, was ich gerade gesehen habe. Naja. Sah irgendwie so aus, als würde die versteckte Klinge hinten am Ellbogen rausstecken. So. Das hätten wir geschafft. Und jetzt noch der Zeuge da, oder was weiß ich. Und dann haben wir es auch schon geschafft. So, wo ist er? Da. Ich hoffe mal. Ach, was tue ich denn? Ich wollte es eigentlich unauffälliger machen. Aber man kann nicht alles haben. Okay, zurück den langen, langen Weg. Was auch immer das da war, das ist mir gerade scheißegal. Oh, ein Pferd, wie praktisch. Ist zwar kein Panzerpferd, aber dafür ist es vielleicht schneller. Okay, Hoffnung zerstört. Hätte ja sein können. Die Spelunke da ist aber auch nicht die schönste. So, da ist Wolpe. Jetzt hier steig ab. Danke. Was war das für eine Nacht? Es war Wolpe, Nacht? Hört mich an. Der Schein trügt. Ihr habt von Machiavelli nichts zu befürchten. Dessen bin ich sicher. Ich habe euch für Claudios Rettung zu danken. Wenn ihr sagt, Machiavelli sei unserem Orden treu, glaube ich euch. Also, was ist mit den Dieben? Wir wollten dieses alte Gemäuer reparieren, aber nun, da wir zusammenarbeiten, würde ich gerne wissen, was ihr denkt. Wir müssen vor allem die Borgia fernhalten. Vielleicht als Taverne getarnt. Ja. Das gefällt mir. Dann soll es so sein. Gut, und wieder renovieren. Willkommen, Ezio, im La Volpe Addormentata. Die Taverne ist perfekt. Niemand wird ihren wahren Zweck erraten. Von hier leiten wir die Gilde. Besucht mich, wann immer ihr wollt. Vielleicht gibt es Aufträge zu erledigen, die unserer Sache in der Stadt dienen. Ich sehe, ihr Diebe liegt im Wettstreit. Ihr könnt teilnehmen, wenn ihr wollt. Vielleicht könnt ihr ihnen noch etwas beibringen. Oh ja, ich vergaß. Wir haben auch Glücksspiele. Eine sehr gute Einkommensquelle, denn wir sorgen dafür, dass die Borgia-Wachen immer verlieren. Eine Sache noch. Eure Spione müssen den Apfel finden. Er wurde mir entwendet. Wir suchen bereits die Stadt danach ab. Molto bene. Kommt zur Isola Tiberina, wenn ihr ihn findet. Werde ich. Wir haben einen weiteren Verbündeten gewonnen. Sehr gut. Und jetzt seht ihr noch so ein komisches Symbol. Das ist... Ich weiß gar nicht mehr, wie das DLC heißt. Da Vincis Geheimnis. Irgendwie sowas jedenfalls. Das ist ganz normal bei der PC-Version dabei. Und das werden wir vielleicht am Ende des ganzen Story-Spiels Zeug machen. Da ist ein Aussichtspunkt. Gehört nicht wirklich zur Story. Deshalb will ich jetzt erstmal hier mit dem Haupterzählungsstrang durchgehen und den soweit fertig kriegen und dann schauen wir, was wir hier noch machen können.
abseits davon. Ich bewundere immer wieder deine Kletterkünste, Ezio. Ah, da ist er schon. Sehr gut. Ja, wir haben noch Zeit. Sehr gut. Ferd, I need you. Wo ist es? Ah, ich muss euch was Lustiges zeigen. Unser Pferd ist dum 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 ein Assassine. Dala, ist das schlau? Wird schon, aber der Weg ist scheiße lang. Vielleicht werdet ihr gleich einen weiteren Zeitsprung erleben. Ich habe keine Ahnung. Hängt davon ab, ob unterwegs eine Pyramide, ob unterwegs noch irgendwas Lustiges passiert. Da ist ein Romulus-Grab, aber das machen wir später. Was ist das? Krass. Wie gesagt, die ganzen Nebenmissionen, die ihr da aufpoppen seht, die mache ich entweder, wenn mir gerade danach steht, oder am Ende. Aber hier ist noch ein Borgia Tower. Wieso sage ich jedes Mal Tower? Es ist doch nicht so schwer. Und ich frage mich... Ne, ich versuche das... Wow, das ging ja gut. Der... Nix da. So. Grand Theft Pferd. Wir haben ein neues bekommen. Ja, den mache ich auch irgendwann, wenn wir hier mehr zu tun haben. Sieht man das Ziel schon? Ja, da hinten. Noch ein. Da, okay. Aber den machen wir gleich. Denn jetzt sind wir erstmal bei den Soldaten, Kriegern, Söldnern, was weiß ich, angekommen. Und die klappern wir beim nächsten Mal ab, aber erstmal finde ich den Eingang. Aha. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.